Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Oddworld Apes Exodus. Wir befinden uns immer noch im Scrap-Bereich. Ja, das ist schön. Das ist mein Lieblingsprüfungstor gewesen. Ja, das war's. Ja, die lange Zunge ist klar. Bewegung. Ist mir jetzt egal, wie auf die Slurks kommen. So. Oh, du machst doch gut, dass wir die zwei, dass wir die Slurks nicht berührt haben. Passt. Aber die sind eh keine Hürde. Jetzt müssen wir rennen. So, hätten wir es geschafft. Nummer 6. Dann könnte das Finale eventuell auch schon reichen. Ich glaube, im Finale müssen wir sogar schon die CD wechseln. Es gibt zwei CDs. Eine grüne ist die erste CD, wo wir noch drauf spielen. Und die lila. Das ist die zweite und letzte CD von Exodus. So, Quick Save. Das Finale von Scrap. Die Musik hört sich so geil an, am Anfang an. So, und hier ist das schon das Scrap-Finale. Finale. Oh. Hier können wir alles auf einmal überblicken. Alles so ist. Achtung, Achtung. Hier kommt gleich ein Scrap rausgeflogen. Es geht ziemlich schnell das Finale. Ah, das speichert automatisch gut. Ich habe ja schon. So, Spiel safe. Ja klar, ich bin doch schon drauf gewesen, ey. Das ist ein Spielfehler. Na egal. Slick, aber ich sehe hier gleich. Und Slocks glaube ich auch, oder? Doch, ich glaube ein Slock kommt auch noch. Ja, hier haben wir den Slock. Hm. Alten Köter. Schnell den Slick übernehmen und alle Slocks killen. So, jetzt schnell weg hier. So.
nochmal einen neuen Unsichtbarkeitsstatus. Hä? Gibt's hier keinen mehr, oder was? Ey, was eine Verarsche. Gibt's gerade keinen mehr. Was eine Verarsche. Wow, heftig. Ja, ist klar. Na gut, das war mal so. Müssen wir es auf Anhieb schaffen. So, gerade noch geschafft. Geschafft. So. Und hier können wir jetzt noch 5 Arbeiter befreien. So, jetzt noch alle mitkommen. Befreit euch, Onkel Patrick. So. Bereits 57 befreit und 0 Opfer. Eine sehr, sehr positive Bilanz. Gefällt mir gut. So. Oh ne, die CD wechseln müssen wir noch nicht. Erstmal den Paramite. Erstmal die Paramite-Prüfung noch überstehen. Und hier geht's zum Paramite-Tempel. Sehr schöne Musik. Paramite sind die Spinnen. Ah, das sehen wir sie ja schon. Die Spinnen. Wenn sie alleine sind, greifen sie dann so gut wie nie, aber wenn sie im Team sind, greifen sie uns an. So wie hier zum Beispiel, da greifen sie uns jetzt an. Die Angriffsmusik finde ich auch so klasse. Sie werden als Hände bezeichnet, aber für mich sind sie Spinnen, keine Hände. Zum Beispiel Fleeches töten und so weiter. Können wir noch andere Paramites hin uns hernehmen und sie an sie killen, die Fleeches. So. Nach unten hier. So. Okay, das Pyramid könnten wir vielleicht nochmal gebrauchen.
Quicksave jetzt mal hier nicht. Vielleicht war das auch ein Fehler, was ich gerade gemacht habe. Das sehen wir ja gleich. Wow! Ist klar. Ja, okay, das war ein Fehler. Okay. Schauen wir mal. Echt nicht ganz sicher. Nicht, dann muss ich ja den Pfad nochmal anfangen. Okay, hat geklappt. Puh. Ich hab's mir schwerer gemacht als nötig, als es nötig war. Naja. Okay, die jagen uns auch gleich wieder. Scheiß Viecher. Ich bin mir immer noch sympathischer als Scraps. So. Jetzt sind wir dann in der Nähe vom Tempel. Jetzt kann ich es euch dann demonstrieren, wie man einen Paramite hinterher sich herführt und dann die Features killt. Sehr gut, das kann ich euch mal demonstrieren. Passt. Komm mit und Angriff. Hä? Ah, okay, ist er doch angegriffen. Probieren wir es nochmal. Müssen wir dann eigentlich da sein? Ah, okay, eine Stelle kommt noch. Mit den Fleischsäcken. Genau die. Ja, ja. Ach, die können wir schnell machen, dann wenden wir den Port. Sind verrückt nach den Teilen. So, und wir können uns jetzt hier vorbei holen. Wir sind aber beeilen, weil wir wie gesagt hier das Schloss aktivieren müssen. Und dann sind wir, ja, dann sind wir da. Die drei Schlösser aktiviert, können wir schon machen. Führt direkt zum Tempel. Ja, hier sind wir am Tempel und hiermit beende ich den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ciao und bis zum nächsten Mal, 93 Kiriko. Ciao.